In der Liebe sind alle gleich. Nur was ist Liebe? Eine Frau liebt einen Jungen, eine Junge liebt Frauen. Wer möchte das nicht, ne? Gerne verliebt sein. Es wäre mir sehr wichtig, endlich wieder einen festen Freund zu haben, jemanden, den ich küssen kann. Wir begleiten Menschen mit Handicap bei ihrer Suche nach der Liebe, ihren Niederlagen und Glücksmomenten, bei ihren ersten Dates. Ich brauche eine Frau. Und wer ist es? Du vielleicht. Ich bin Chill, ich bin 22 Jahre alt und ich habe noch nie einen Freund gehabt. Jill lebt in einer Wohngruppe und arbeitet in einer Großküche. Die meisten ihrer Kollegen haben ein Handicap. Küchenchef Nils hat ein strenges Auge darauf, dass alles gut läuft. So wie Gurke, schneidest du vorne das Stück ab, hinten, hier kommt der Müll rein, den machst du so halb, okay? Okay. Schön langsam. Ja, Chef. Und das kommt dann hier rein. Sehr gut. Immer alles kontrollieren. Die Chef ist eine Gurke, ja? Nee, Kohlrabi. Der macht immer Blödsinn, ich kenne den Chef. Ja. Sehr gut. Aber das ist doch schön, oder nicht? Doch. Ja, alte Tomate, du. Du bist eine alte Karotte. Alte Kartoffel, ja. Das ja, Kartoffelpuffer. Nichts. Das macht nichts, die schmecken ja gut, Kartoffelpuffer, ne? Sie ist nicht dafür geschaffen, ihr Leben lang alleine zu bleiben. Also sie braucht schon so einen Kuschelbär oder jemand, der für sie da ist, ja? Den sie lieben kann. Aber wie soll Jill einen Partner kennenlernen ohne Hilfe von außen? Viele Wege sind für Menschen mit Handicap versperrt, obwohl die Sehnsucht nach Liebe doch bei allen gleich groß ist. Wenn ich alleine bin, ist es mir so unsicher. Also ich will schon einen Freund haben, der mit mir zusammen ist. Wie gerne würde die 22-Jährige hier mal zu zweit Kakao trinken. Sie weiß ziemlich genau, wie ihr zukünftiger Freund sein soll. Der Junge soll gut aussehen, Küssen geben, Händchen halten. Also ich würde schon hübsch aussehen, wenn ich auf ein Date gehe, ja. Ein Hemd, eine Hose, schöne Schuhe anziehen. Mehr habe ich nicht. Die Pläne sind gemacht. Für Jill beginnt die Suche nach dem Richtigen. Ich bin Raffaella, bin 20 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und fange jetzt an zu studieren. Ich bin nur ein paar Zentimeter kleiner und ich kann genau das machen, was andere auch machen können. Ich tanze ja auch auf Bühnen und dann sehe ich manchmal so die Gesichter, so diese Vorurteile. Und dann pusht mich das und ich zeige einfach das, was ich drauf habe und das reicht dann auch schon aus. Du bist schon kleine Rampensau. Normal. Sie fällt überall auf. Ja. Und mit ihrem Wesen ist das auch zu Recht. Also dieser fröhliche Mensch. I know. Verliebt war ich noch nie. Ich hatte ja auch noch nie eine Beziehung. Das liegt jetzt wirklich nicht an meiner Größe, sondern auch an mir. Ich habe mich noch nicht bereit gefühlt irgendwie und ich habe sozusagen noch nicht den richtigen gefunden und ja. Raffaella hat eine normal große jüngere Schwester. Stella Maria wäre gerne so selbstsicher wie Raffaella, die ihre Videos und Bilder auf Instagram stellt. Ist gut, oder? Übelst.
Die große Schwester, wie ist sie denn so? Gib ich dir nicht immer Tipps? Ja, sag mir, dass ich mich halt trauen soll. Brauchst dich nicht zu schämen. Oh, sie ist unglücklich verliebt. Oh, nicht schlimm. Und das ist so deine Rolle, ein bisschen zu gucken, ob es der kleineren Schwester gut geht. Ja, das ist doch die Rolle von jeder großen Schwester. Raffaella berät ihre Schwester. Aber ihr eigenes Herz hat bisher niemand erobern können. Also ich will wirklich eine ernste Beziehung werden. Also er muss mich akzeptieren und stolz sein, mich zu haben. Also ich will jetzt nicht mich so pushen, aber ja, ich bin schon ziemlich witzig. In einem kleinen Dorf bei Würzburg gibt es die Hoffnung, dass die Liebe noch einmal alles verändert. Hier lebt die 30-jährige Tanja mit ihrer Mutter. Ja, schön. Danke, Mama. Danke schön. Bitte, bitte. Seit einem schweren Autounfall muss Tanja von ihrer Mutter gepflegt werden. Sehr gut. Siehste? Mit 23 Jahren stürzte sie mit ihrem Wagen eine Böschung runter. Alle suchten nach ihr. Trotzdem lag Tanja 9 Stunden im Autowrack, bis man sie schwer verletzt fand. Jetzt ist sie halbseitig gelähmt. Alles geht nur langsam. Doch ihre Mutter gibt nicht auf. Tanja soll zurückfinden ins Leben. Dankeschön, Mama. Siehste, funktioniert. Ja. Ab morgen bist du der Küchenchef. Wunderbar. Meine Mama ist mir sehr, sehr wichtig. Die wichtigste Person in meinem Leben. Meine Mutter ist von Beruf Altenpflegerin und hat jetzt die letzten Wochen fast nur Nachtschichten gearbeitet. Tagsüber sich dann immer um mich gekümmert. Sie macht so wenig für sich selbst. Was würdest du dir wünschen? Dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Dass der Unfall nicht passiert ist und ich somit nicht gepflegt werden muss. Vor dem Unfall vor 7 Jahren schien Tanja alles zu glücken. Sie hatte gerade eine Ausbildung in ihrem Traumberuf als Schreinerin abgeschlossen und sie war mit ihrem Freund zusammengezogen. Doch ihre Beziehung hielt den Belastungen nach dem Unfall nicht stand. Seitdem ist Tanja allein. Wie ist das so, wenn du verliebt bist, Tanja? Wie fühlt sich das dann an? Das weiß ich schon gar nicht mehr so wirklich. Das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal richtig fest, richtig stark verliebt war. Tanja möchte das jetzt ändern. Sie hat sich den Glauben an die Liebe bewahrt. Helfen solle die Organisation Herzenssache. Diese unterstützt Menschen mit einem Handicap bei der Suche nach einem Partner. Das wäre mir sehr wichtig, endlich wieder einen festen Freund zu haben, jemanden, den ich küssen kann. Ich würde ein fester Freund, denke ich, mir, glaube ich zumindest, selbstständiger machen. Warum glaubst du das? Weil ich momentan leider ein bisschen unselbstständig bin. Das wäre vielleicht mal wieder was sie antreibt. Sie könnte endlich wieder mal sich selber wahrnehmen. Das macht sie momentan ja nicht wirklich. Sie setzen auf die Liebe. Mhm. Ich hoffe es. Jills Mutter betreibt einen Friseursalon in Bad Schwalbach im Taunus. Hier lässt sich Jill gerne hübsch machen. Am Wochenende ist die 22-Jährige oft zu Besuch bei ihrer Familie. Und? Alles gut. Auch die geliebte Oma ist immer für sie da. Ja, super. Alle spüren, dass Jill gerne mal mit einem Freund ihre Zeit verbringen würde. So wie Gleichaltrige. Sie ist reifer geworden, wobei sie in manchen Sachen immer noch kindlich ist mit Anfang 20. Aber es fängt an, langsam eher so in die Teenie-Zeit zu gehen, mit 14, 15, so ist sie jetzt.
Sie schaut schon nach jungen Männern, was ihr gefallen würde. Am besten sind natürlich die Freunde von ihrem Bruder, der ist ja 6 Jahre älter. Die sind ja alle dann schon sehr erwachsen und eher männlicher. Das sieht man schon, dass sie dann auch mal ein Auge drauf wirft. Sie verhält sich dann auch anders, ja. Es ist für sie wichtig, wenn sie jemanden kennenlernt, dass er wenigstens lesen und schreiben kann. Ob jetzt die Rechtschreibung gut ist oder nicht, das ist egal. Aber dass man, ich glaube, das zählt auch mit dazu. Der muss schon auf ihrem Niveau sein, so. Ja, so ein bisschen, ja. Damit Jill ihr Glück finden kann, hat ihre Mutter sie bei der Schatzkiste angemeldet. Einer Partnervermittlung für Menschen mit Handicap. Raffaella hat eine feste Clique. Einige ihrer Freunde kennt sie schon von der Schule. Kleinwüchsig ist niemand in ihrem Umfeld. Wie sie halt die Aufmerksamkeit so auf sich gezogen kriegt. Nicht nur wegen der Größe, also davon mal abgesehen, einfach. Ja, mit ihrem Charakter. Ja, ob es vom Aussehen her ist, was sie anzieht, was schon mega cool ist, als auch wie sie lacht. Wenn alles still ist, dann ist sie die Einzige, die richtig laut lacht und das steckt einfach total an. Im Gesicht werde ich nicht brauchen. Okay. Und die Freunde stellen noch eine Besonderheit fest. Eigentlich müssen wir immer auf Raffaella warten, fällt mir gerade auf. Immer, und die kommt immer zu spät. Stimmt gar nicht. Doch, immer zu spät. Doch, das stimmt. Let's go. Ciao. Hey. Das ist süß. Ja. Hallo. Welche Größe braucht ihr? Für mich 36, bitte. Danke. 39? Welche? Schön. Aber 30, bitte. Wird's schön. Waren 15 ab hier dran. Raffaella sorgt in der Runde für die gute Stimmung. Aber die 20-Jährige kann mit ihren Freunden auch über ihre Sorgen sprechen. Wenn es ihr nicht so gut geht, dann ist es meistens wirklich wegen Jungs. Dass sie sagt, okay, sie hatte Interesse vielleicht an einen Jungen gehabt. Und dann ist das doch dann wegen der Größe ein Hindernis geworden, wo es dann am Ende nicht funktioniert hat. Und ist natürlich geknickt, ne? Ist auch schwierig dann für sie. Dann jedes Mal das Gleiche, wiederholt sich dann relativ oft. Dann fragt sie sich auch immer, finde ich den richtigen Typen überhaupt? Jeder will ja mal so das Gefühl haben, geliebt zu werden und halt auch einfach eine Person zu haben, wo man weiß, die ist für mich da. Also natürlich hat man auch die Freunde, aber so ein Freund ist ja dann schon immer was anderes. Ich mach direkt so hier. Raffaella bekommt oft positive Rückmeldungen von Männern. Über Instagram wird sie angeschrieben. Einige möchten sie treffen. Im Freundeskreis gibt es die ersten Pärchen. Es wird viel über Dates und Männer gesprochen. Hey, Larissa. Hey, Tom. Ich hab's drauf, ne? Bei Raffaella hat es bisher noch nicht gefunkt. Der Richtige kommt. Früher oder später, die anderen finden früher ihr Glück, die anderen später. Aber dass sie auf jeden Fall einen richtigen Typen kennenlernen, definitiv. Viele Jungs würden sich so eine Person wünschen wie Raffaella. War der gute Wurf. Der war gut. Wichtig für Tanjas Neustart, die Erinnerung daran, wer sie vor dem Unfall war. In dieser Schreinerei sah sie damals ihre Zukunft. 7 Jahre nach dem Unfall besucht sie immer noch gerne ihren ehemaligen Chef. Ja, also bitte, Mitte drin, oder? Die Tanja Beste in Gestaltung. Weiß ich nicht mehr. Sich haben sie doch ständig vorgekommen. Ja. Wir waren alle hinten gestanden. Ja, aber dann muss man dazu sagen, Tanja hat sich da richtig feste durchgebissen, ja, durch den Männerberuf. Ja. Also, die Tanja war ein Auszubildender, wie man sich ihn wünscht. Das ist nett. Ja. Wissen Sie noch, was Sie gedacht haben, als Sie vom Unfall gehört haben damals? Wir haben mitgesucht. Also ich bin zumindest die Strecke abgefahren, weil ich eigentlich aus dem Ort komme, wo die Tanja gewohnt hat. Und ich bin auch an der Stelle vorbeigefahren und habe sie nicht gefunden. Nicht alles aus Tanjas altem Leben ist verschwunden. Da ist ihre Liebe zum Beruf, der Geruch nach Holz, die neuen Maschinen. Tanja blüht hier immer auf. Schleifmaschine haben wir, glaube ich, auch erneuert, oder? In der Zwischenzeit. Da war doch noch die alte, mit dem, wo dann das Schleifband über die Rolle oben drüber gegangen ist. Ja. Dann haben wir hinten eine neue Kreissäge, wo wir dann hier jetzt zum Beispiel den Anschlag auf 30 cm, 300, zack. Interessant. Geändert hat sich nicht allzu viel dran. Ja.
Ja, die da hinten kennst du noch, weißt du noch, wo wir denn? Tanja wird nicht mehr in ihren alten Beruf zurückkehren können. Aber sie träumt von einer Partnerschaft wie früher. Wenn Sie das jetzt hören, was denken Sie, wer da so zu Tanja passen würde? Oh, schwierig. Ganz schwierig. Einer Ihrer Söhne? Das weiß ich nicht. Er muss handwerklich begabt sein. Das wäre gut, ja. Also wenn er zwei linke Hände hat, würde er zu dir passen, oder? Das wäre nicht gut. Also das auf jeden Fall. Ja. Was soll da noch sein? Ja, er sollte Durchsetzungsvermögen haben, weil ja. Tanja, bei der Tanja muss man sich auch manchmal durchsetzen. Ja. 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 Ist schon gut, ja. Liebevoll und verständnisvoll. So das ist wahr, ja. Tschüss. Schon bald wird Tanja ein Date haben. Denn die Partnervermittlung Herzenssache hat einen Kandidaten für sie im Blick. Noch hat Jill ihren Traummann nicht gefunden. In ihrer Wohngruppe ist niemand für sie dabei. Deshalb wartet Jill jetzt auf ein Angebot der Partnervermittlung Schatzkiste. Mit der Leiterin der Wohngruppe, Eva, kann Jill über alles sprechen. Hast du denn schon mal jemanden kennengelernt, der so ein bisschen in Frage kommt? Nein. Noch gar nicht? Nein. Ja, hast du auch schon mal in der Disco vielleicht mit jemand getanzt, der so ein bisschen in Frage kommt? Da sind doch immer so viele. Ja, nur ein paar, wo ich meine alte Schule da mitkomme, da die Leute. Aber die sieht man nicht so oft, gell? Nee. Nicht jeden Tag. Eben. Ja. Du siehst die ja immer nur in der Disco, gell? Aber du hast schon noch Hoffnung, gell? Ja. Ja, denke ich auch. Jacqueline André möchte Jills Glück jetzt auf die Sprünge helfen. In der Wiesbadener Partnervermittlung Schatzkiste ist die Kartei mit Bewerbern voll. Mit einem deutlichen Männerüberschuss. Gut für Jill. Es gibt jemanden, der zu ihr passen könnte. Erstes Telefongespräch mit der Mutter des Auserwählten. Ja, hallo. Hier ist André von der Schatzkiste. Ja. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ich würde gerne Ihrem Sohn Felix einen Vorschlag schicken. Und zwar gibt es eine junge Frau, die heißt Jill. Ich habe aber noch mal eine Frage. Wie ist denn das eigentlich nochmal mit dem Lesen und dem Schreiben? Kann er eigentlich ein bisschen schreiben? Ja, er kann Worte und so ganz kurze Sätze lesen und er schreibt sehr gerne. Er schreibt gerne Grußkarten, Dankes-, Liebes-, sonstige Karten und Listen. Also schreiben macht er sehr gerne. Okay, gut. Dann sagen Sie dem Felix einen lieben Gruß von mir und er wird in den nächsten 1-2 Wochen von mir Post bekommen. Oh, wie schön. Das ist ja richtig spannend. Genau. Bis dann. Tschüss. Raffaella ist bester Laune. Über Instagram hat sie einen Mann kennengelernt. Julian heißt er und wohnt in ihrer Nähe. Mit Julian war das so, dass meine Freunde mir gesagt haben, dass sie halt immer im Bus einen Kleinwüchsigen sehen und dass er voll gut zu mir passen würde und so weiter und so fort. Und da war ein Freund von mir und hat den so heimlich abfotografiert. Und ja, und irgendwie, boah, das war so kompliziert, hat sein Freund mich angeschrieben, wollte mich kennenlernen. Und dann habe ich auf ein Bild gesehen, dass er mit Julian drauf war. Ja, und dann habe ich halt geguckt auf Instagram und dann hat es halt angefangen mit Bild liken, Bild zurückliken, anschreiben. Ja, das Typische halt. Heute wollen sie sich zum ersten Mal treffen. Freundin Alina ist zur Beruhigung an Raffaellas Seite. So, sehr aufgeregt. Das heißt sehr, aber ich finde es halt komisch, weil ich hatte halt schon lange kein Date mehr. So. Ich hatte, glaube ich, mein Leben so einmal ein richtiges Date. Ich habe halt null Erfahrung und dann ist es immer für mich so schwer, mich so gehen zu lassen. So sich auch so von Anfang an zu öffnen. Ja, genau. Aber es ist gut, dass du aufgeregt bist. Das zeigt ja nur, wie wichtig das ist jetzt so. Tanjas Leben vor dem Unfall war ausgefüllt mit Arbeit und Hobbys wie dem Reiten. Jetzt freut sie sich über die wöchentliche Reittherapie mit der gleichaltrigen Lisa. Mit ihr kann sie auch ihren Alltag besprechen. Es gibt Neuigkeiten. Ich werde ein Blind Date haben. Oh!
Ich habe mit ihm schon mal telefoniert. Okay. Und ist er nett? Am Telefon ja sehr nett. Ja? Ja. Hat er schon was erzählt über sich? Er ist auch Schriftsteller. Ah! Und was schreibt er so? Hast du mal ein Buch von ihm gelesen? Noch nicht. Noch nicht? Vielleicht schreibt er da eine Geschichte über dich. Vielleicht was ein Superheld. Wenn dann eine Superheldin. Stimmt, wenn dann eine Superheldin. Jetzt muss Tanja nur noch die Zeit überbrücken bis zum Date. Schon morgen wird Jill einen jungen Mann treffen, der ihr von der Partnervermittlung Schatzkiste vorgeschlagen wurde. Bis dahin schwelgt sie noch in Foto-Love-Stories. Liebe oder Freundschaft? Petron, Lombardi, den finde ich richtig heiß. Er hat ein Sexpack, der sieht gut aus, der kann gut singen, der kann so lächeln und den will ich als Traumboy haben. Die Betreuerin Diana ist in alle Pläne eingeweiht. Ja? Hast du ein Foto von dem? Ich habe kein Foto. Oh. Doch, warte. Ich bin doch immer so neugierig, wenn es um sowas geht. Also das ist der Pedro und das andere ist der Felix. Das ist der Felix. Das ist dein Date morgen? Ja. Also ich finde, der lacht ganz schön und er hat schöne Augen, oder? Ja, wenn es bei mir nicht so passt, nehme ich lieber den da. Ja. Ja, das glaube ich dir. Aber ich glaube, der hat doch schon eine Freundin, der Pedro. Der hat keine Freundin. Das ist dein Traumboy. Ja. Genau. Und den Felix, den lernst du morgen kennen. Genau. Mhm. Ja. Okay. Weißt du, was so ein Tipp von mir ist? Was? Frag nach den Hobbys. Das kann ich fragen. Wenn ihr gemeinsame Hobbys habt, dann ist immer schon mal gut. Mhm. Ich frag mal, was er macht gerne. Ja. Und vielleicht ist er ja ein bisschen wie Pietro. Ein bisschen, ganz kleines bisschen. Nein. Na. Nee. Ob Felix trotzdem eine Chance bekommt? In ein paar Minuten soll hier das Date mit Julian stattfinden. Ich bin jetzt ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Was denkst du von einer Skala 1 bis 10? Okay, war über 10. Okay. Bleib hier. Nein, du schaffst das, okay? Die Freundin geht. Doch kein Date ist in Sicht. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Wie lange würdest du warten, bevor du gehst? Jetzt ehrlich? Also, bei mir sind es schon so, sag ich mal, 15 bis 20 Minuten schon die Grenze. Da würde ich schon nach Hause gehen. Schon 15 Minuten zu spät. Tanja möchte sich endlich mal wieder ein bisschen fühlen wie früher und mit neuer Frisur gleich aufs Date gehen. Sollen wir gleich beginnen an der Hauptveränderung? Dass wir gleich den Aha-Effekt haben? Okay. Gut. Und was weißt du schon über ihn? Dass er Andreas heißt. Und ist auch auf der Suche nach der Liebe? Ja. Mhm. Ich habe Flugzeuge im Bauch.
Ich freue mich sehr darauf, Andreas endlich kennenzulernen. Raffaella wartet jetzt schon 30 Minuten. Sorry für die Verspätung. Und alles gut dran? Ja, bei dir so? Ja. Hast du die Bahn verpasst oder was passiert? Ja, Bahn verpasst und dann Bahn verspätet. Aber ich verpasse öfters die Bahn. Wie alt bist du jetzt? 19. Achso. Und du? Ich bin 20. 20 schon. Ja. Und sonst? Du machst Studium, Abi oder irgendwas? Also ich habe vor, Jura zu studieren. Jura? Ja. Also mal gucken, wie weit ich komme. Mhm. Du so? Ja, ich bin gerade jobsuchend. Achso, okay. Und ja, ich mache halt im Moment so einen Nebenjob. Und sonst so, was machst du in deiner Freizeit? Ich mache viel mit Freunden, Fußball spielen, fahre manchmal Roller. Mhm. Und du? Ja, ich gehe halt noch tanzen, ne? Machst auch Auftritte und so? Ja, ich habe halt letztens noch war ich bei so einer Meisterschaft, habe ich da mitgemacht. Mhm. Ich habe halt nicht direkt mit Hip-Hop angefangen, sondern erst so Ballett, Jazz und so. Tanze Hip-Hop? Ich tanze Hip-Hop. Cool. Du auch? Ich tanze auch leidenschaftlich. Nein. Ach nee. In Würzburg wartet Tanja auf Andreas. Die Partnervermittlung Herzenssache hat den Kontakt der beiden vermittelt. Gesehen haben sich Tanja und Andreas noch nie. Ob der Funke überspringt? Okay. Hallo. Hallo. Bist du Andreas? Ich bin der Andreas. Hi, Tanja. Hallo, Andreas. Ich bin Tanja, ja. Schön, dich kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Ich habe dir auch was mitgebracht. Sehr freundlich. Ja. Das ist sehr nett von dir. Vielen Buch Dank. Von mir und, ja. Dieses Buch hast du selbst geschrieben. Ja. Wow. Hallo, Andreas. Hi, Tanja. Wie alt bist du eigentlich? 34. Okay. Nur ein bisschen älter als ich. Ein bisschen. Wobei ich gar nicht genau weiß, wie alt du bist. Ich habe gerade Anfang 30 irgendwie das gehört. Punkt 30, exakt. Ich sitze ja nur im Rollstuhl, weil ich vor fast 7 Jahren einen schweren Autounfall hatte. Okay. Und ich habe null Erinnerung an diesen blöden Unfall. Okay. Das nervt auch. Bist du selber gefahren? Ich bin selbst allein gefahren. Mhm. Grauenvoll. Und kannst du irgendwann vielleicht wieder gehen oder ist das bei dir? Es wird schwer, aber ich werde wieder gehen können irgendwann. Ja, bei mir ist es ja, ich hatte eigentlich so eine glückliche Kindheit oder gute Eltern, aber ich hatte immer schwere Depressionen, die ich nie angegangen bin, weil ich immer gedacht habe, das ist eigentlich doch ganz normal und da muss man durch. Und ich habe auch zu hohe Ansprüche an mich selbst gestellt. Also mein Traum oder Wunsch war es einfach nur einmal im Leben irgendwie eine Chance zu bekommen, mit dem, was ich kann, was mich als Individuum ausmacht, mich reich und berühmt zu werden. Darum ging es, kann ich einfach davon leben zu können. Mhm. Ich will auch meinen Ausbildungsberuf wieder arbeiten können. Mhm. Den wirst du nicht erraten können, denke ich mir. Der ist für Frauen sehr selten. Kfz-Mechaniker, Schreiner? Schreinerin. Schreinerin? Ja. Als Klassen- und Kreisbeste abgeschlossen. Blöderweise in dem Jahr, in dem ich den blöden Unfall hatte. Mhm. Okay. Ja, ich habe auch ich hab eine abgeschlossene Ausbildung als Industriekaufmann. In welcher Firma arbeitest du momentan überhaupt? Ich bin momentan auf einer Arbeitstherapie. Und Ziel ist die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Ja, das ist so
schwierig irgendwie, wenn ich versuche, jemanden kennenzulernen und irgendwann ja sagen muss, hey, ich kann eben das alles nicht bieten, was andere in meinem Alter haben. Ich habe keinen festen Job, ich habe momentan kein Auto. Und das ist irgendwie so, wo ich mir immer denke, ah, okay, versuch's erst gar nicht, weil ich mir denke, dass ich da nicht gut genug bin. Berührt Andreas mit seiner Ehrlichkeit Tanjas Herz? Für Jill ist es jetzt soweit. Gleich wird sie Felix in den Räumen der Schatzkiste zum ersten Mal treffen. Ihre Mutter ist mitgekommen. Tja, schauen wir mal, was er macht jetzt. Mhm. Warst ja ein bisschen unsicher, aber das ist ja immer, wenn man jemanden neu kennenlernt. Das ist bei mir ja genauso. Das ist bei mir so schwer, wenn ich mit ihm zu kennenlernen. Ne? Ja, ich weiß, das ist alles neu. Mhm. Deswegen muss man sich 2, 3, 4 Mal treffen. Mhm. Und dann weiß man erst, passt das oder passt das nicht. Ja. Musst man auch dann mal in die Augen schauen und nicht unten auf dem Boden. So, hier. Kann ich aber nicht so. Das kannst du. Nein. Doch. Ich gehe jetzt mal wieder. Ist und okay. Du machst das, ja? Ja. Um Jill die Aufregung zu nehmen, ist Jacqueline André von der Schatzkiste an ihrer Seite. Okay. Mhm. Und dann? Ja. Stehen wir beide auf. Hallo Felix. Hallo. Hi, hallo. Das ist die Jill. Hallo. Hi. Wollt ihr euch die Hand geben? Hallo. Die Kiste. Dann setzt euch mal hin, hm? Hast du der Jill was mitgebracht? Eine kleine Blume. Bitte schön. Dankeschön, Felix. Dann bis später. Was machst du in Freizeit so? Also, manchmal gerne kochen. Okay. Kannst du auch Kuchen backen? Kuchen backen, das will ich mal üben, genau. Ja, okay. Ich arbeite ja in der Küche. Ich koche auch. Okay. Ja. Ich koche für 30 Leute. Ja. Kennst du Pietro Lombardi? Das ist ein Sänger. So Schlager. Ja, Schlager höre ich auch, ja. Ganz viele Schlager hast du? Klar. Wie viele Schlager hast du? Ich habe 4. Nur 4 Stück. Ich habe mehr Schlager. Jetzt besser schnell das Thema wechseln. Nach einem suboptimalen Start ist Julian jetzt gefordert. Und? Wann war dein letzter Freund? Hattest du schon einen Freund? Nee, ich war mein Leben lang Single eigentlich. Also ich hatte nie einen Freund. Es war auch nie der Richtige dabei irgendwo. Ich dachte so, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, bei dir so, wann war die letzte Beziehung? Ist schon gut, war es her so. Also das wollte ich als Beziehung bezeichnen, aber das war eher so Kindergarten so. Wirklich eine Freundin hatte ich noch nicht, so über einen längeren Zeitraum. Nee, also ich hatte, um ehrlich zu sein, auch so richtige Dates. Höchstens 2, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Ich bin halt, ja, eher schüchtern und trifft mich dann im Endeffekt doch nicht mit denen. Ja. Irgendwann hat es ja geklappt, die Ende. Ja. Ist halt so eine Sache, ne, wie wir uns halt kennengelernt haben. Fand ich das so witzig. Ja, das war Zufall eigentlich, ne? Komplett. Ja, ganz ehrlich, so ein Freund sieht dich und fotografiert dich. Hast du auch noch Kontakt mit anderen Kleinwüchsigen oder so? Ich habe mich nur einmal mit einem Kleinwüchsigen getroffen und dann habe ich, also es war nicht schlecht, aber ich habe irgendwie, weil ich halt so mit Leuten eher unterwegs bin, die normal groß sind, sage ich jetzt mal, habe ich auch immer gesagt, ich bin ein Freund, der normal ist. Ich glaube, wie ist das bei dir so? Ich hatte auch überhaupt keinen kleinwüchsigen Kontakt in irgendeiner Hinsicht. So. Nur immer Kontakt mit normalen Leuten.
Bist du die Einzige, die kleinen Kriege in der Hand? Also meine Familie sind halt alle normal groß. Mhm. Und meine, ja, sag ich jetzt mal, meine Diagnose war, ist halt vererbbar so, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und keiner hat das irgendwie. Und ja, bei mir war es halt dann einfach eine Mutation, ne? Also. Mhm. Und bei dir in der Familie? Gar keiner? Also keinen, den ich kenne, keinen, den meine Mutter kennt oder so, war auch einfach so. Einfach da, ne? Einfach da. Stört dich das, wenn Leute so zum Gucken oder so? Boah, ey, dieses Starren, ne? Dann starre ich einfach zurück. So ganz ekelhaft starre ich einfach zurück und denke mir so, muss das sein? Klar, dass es ist halt immer spannend, wenn irgendeiner anders aussieht. Ja, das ist halt, man kennt das halt nicht. Man sieht das ja nicht jeden Tag und dann kann man das auch irgendwie nachvollziehen, dass sie so gucken, aber nervt halt manchmal so. Jetzt Spaß beiseite, so optisch. Hast du da so einen bestimmten Typ oder ist das eigentlich? Nee, das ist wirklich eigentlich Schnuppe. Schnuppe? Schnuppe. Ich bin Schnuppe. Ja, also ist halt jetzt egal, ob groß oder klein. Ja. Oder sonst was. Und bei dir? Also viele von mir denken halt, ich stehe halt eher so auf diesen Südländer-Typen. Mhm. Aber ich fand auch voll ein paar Typen süß, die auch gar nicht so, ne, so wie du beispielsweise, so blond, blau und so, ne? Mhm. Und ich wollte dich gerade auch noch irgendwas gefragt haben. Der ist jetzt weg. Machst du dich nervös? Ja, super. Oh Mann. Nicht alles muss hier gesagt werden. Das weiß ich nicht mehr. Julian zeigt lieber, was er drauf hat. Das ist echt crazy. Wiedersehen. Also bestimmt würde es noch zu einem Treffen kommen oder so, aber man muss halt gucken, in welche Richtung das geht. Ich glaube, das kann man jetzt nach dem ersten Date auf jeden Fall nicht sagen. Aber wieder treffen auf jeden Fall, warum nicht? Der wohnt halt bei mir um die Ecke. Ja, sie hat eine schöne, also so eine nette Ausstrahlung, also wirkt sympathisch, ist nett, so, also, ja. Würdest du den Kontakt gerne fortsetzen? Ja, würde ich gerne fortsetzen, ja. Was holprig anfing, findet doch noch einen guten Abschluss. Es bleibt spannend, ob aus dem Scooterfahrer und der Hip-Hopperin etwas wird. In Sachen Schlager konnte Felix bei Jill nicht punkten. Neuer Versuch. Machst du Sport? Ja. Ich gehe in ein Fitnessstudio. Ja. Cool. Also ich mache ja Armmuskeln, Bauchmuskeln. Beim Muskeln. Ich mache hier alles für Muskeln. Hast du einen Freund eigentlich? Einen Freund? Noch nicht, nein. Hab noch keinen Freund. Okay. Ich brauche eine Frau. Also eine Freundin? Hä? Okay. Und wer ist das? Vielleicht, du vielleicht. Ich? Das muss man überlegen. Ob das so funktioniert, wir zwei. Doch Felix hat noch ein Ass im Ärmel. Ich habe mal ganz kurz eine Frage. Was denn? Ich mache nämlich bald Konzerte. Ich spiele nämlich auf meiner Blockflöte. Ah, schön. Das erste Klassik ist von Verdi, Mozart, okay, und von Beethoven. Ach, von Beethoven? Beethoven. Okay. Die höre ich auch manchmal. Ja. Ich möchte gerne dich mal einladen zu meinem ersten Konzert. Sehr gerne. Wenn es geht, wenn es klappt, komm ich. Ja, klar. Ja? Zu dir. Und nicht mal anhören, wie du Blockflötest. Also, wir kommen mal. Ist das okay? Ja.
Vielleicht klappt's ja diesmal, oder? Das klappt. Das klappt? Das klappt. Ah, super! Ja, ja, ist doch schön, oder? Lass mal uns sehen, ja, oder? Schön. Oh, Felix, du bist echt ein cooler Typ. Ja, danke. Bitte. So, fertig. Ja. Besser hätte das erste Date nicht laufen können. Für Jill und Felix steht fest, dass sie sich wiedersehen. Tanja und Andreas suchen im Gespräch nach Gemeinsamkeiten. Ja, ich habe auch viel Zeit verloren. Es ist schwierig. Also die letzten 10 Jahre war ich eigentlich fast nur für mich. Ich habe fast keine Menschenseele gesehen. Ich habe gar nicht gut. Und die Einzige, die dann mich dann alle paar Wochen irgendwie rausgeholt hat, war meine Schwester. Aber ansonsten... Deine Schwester jünger oder älter als ich? Meine Schwester ist 3 Jahre älter als ich. Sieht aber jünger aus als ich. Na gut. Und hat 3 Kinder. So. Von meinen beiden Brüdern hat niemand Kinder. Schade. Da musste Marti von meiner Schwester kennenlernen. Der Älteste ist 11, der Junge ist 3 und das Mädchen ist jetzt 1,5 Jahre alt. Süß. Ja, ich bin gerade eigentlich dabei, eine WG zu gründen hier in Würzburg. Cool. Wir wollen zu dritt eine machen. Und, super. Das ist schön. Wir suchen, aber finden keine Wohnung. Denn eine rollstuhlgerechte, bezahlbare Wohnung in Würzburg zu finden, wäre ein Sechser im Lotto fast. Also da wir ja auch zurzeit auf der Suche sind und wir ja auch wegen der Beeinträchtigung so Sozialwohnung etc. durchgucken, würde ich einfach mal für dich mitgucken, auch wenn da was auftaucht. Das wäre fantastisch. Dann macht man das so. Ich fand es sehr anregend. Wir konnten uns sehr klar unterhalten. Fand ich auch gut, dass wir so zuhören konnten. Das habe ich auch schon anders erlebt. Ich weiß nicht, was am Ende draus wird, aber ich sag mal auf jeden Fall, ich denke, wir haben zueinander gefunden und dann gucken wir mal, was passiert. Die Liebesbotschafterin. Was denkst du denn? Das Date war super, der Andreas ist echt sehr nett und hat auch sehr interessante Dinge erzählt. Wie hast du dich gefühlt dabei? Sehr gut. Es war toll, endlich mal jemanden kennenzulernen, der auch eine Einschränkung hat. Wirst du ihn wiedersehen? Auf jeden Fall, ja. Sehr gerne. Und in der nächsten Folge versucht es Sven mit Zauberei. Das passt normalerweise nicht rein. Nee. Wenn man das von unten reinhaut, dann... Krass. Autist Robin wagt den Schritt ins Unbekannte. Hey, Robin. Melina, hi. Das ist mein erstes Date hier, deswegen. Okay. Ein bisschen aufgeregt. Und Felix muss ein Versprechen einlösen. Ich mache ein Konzert mit dem ganzen Orchester.